Warum ist jetzt Wasserstoff gerade für Deutschland so wichtig? Deutschland ist ein industrialisiertes Land. Wir haben bestehende Assets, Anlagen, Infrastruktur von erheblichem Wert. Wir bewegen uns hier nicht im Greenfield-Bereich, wo wir eine neue Wirtschaft aufbauen, die 100% elektrifiziert sein kann. Ziel muss es sein, unsere bestehenden Assets weiter verwenden zu können, weiterhin Wertschöpfung aus diesen Assets gewinnen zu können. Und wenn wir uns in Deutschland umschauen, dann haben wir Raffinerien, wir haben sehr viel chemische Industrie, Petrochemie. All diese Industrien setzen in ihrer Wertschöpfung auf fossile Rohstoffe, auf fossiles Öl, Gas, Kohle. Wenn wir diese Industrien weiterverwenden wollen, müssen wir, bietet Wasserstoff die Möglichkeit, diese weiter zu verwenden, fossiles Öl und Gas als Rohstoff zu ersetzen. Dabei bin ich überzeugt, dass Raffinerien und die Petrochemie eine wichtige Rolle einnehmen wird in dieser Transformation. Die Schlüsselrolle wird sein, Ausgangsstoffe, verschiedenste Ausgangsstoffe, die man benötigt, um nachhaltige Produkte herzustellen, wie zum Beispiel Biomasse, wie Reststoffe aus Plastik, sogenannte Waste-to-Chemicals-Process oder eben CO2, das aus industriellen Prozessen stammt, zusammen mit Wasserstoff zu verarbeiten, in höherwertige chemische Produkte und Treibstoffe zu veredeln, um damit dann auch für die Industrie die entsprechenden Rohstoffe zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass ohne Raffinerien und Petrochemie dieser Transformationsprozess nicht gestaltet werden kann. Das heißt, wir benötigen Alternativen. Wir benötigen einerseits die nicht nur die Produktion von grünem Wasserstoff aus Elektrolyse, sondern wir müssen uns Gedanken machen, ob wir nicht Wasserstoff durch andere Produktionsverfahren herstellen können, wie zum Beispiel blauen Wasserstoff durch das Dampfdeformationsverfahren und der Absonderung des Kohlendioxids und der dauerhaften Speicherung im Erdboden oder durch Pyrolyseprozesse türkisen Wasserstoff herzustellen. Wir müssen über Import von Wasserstoff nachdenken. Einerseits grüner Wasserstoff, der günstiger in Südeuropa, in Nordafrika produziert werden kann, oder eben blauer Wasserstoff, der aus anderen Ländern, wo man die Möglichkeit hat zur CO2-Abspeicherlagerung, wie zum Beispiel Norwegen, importieren kann. Wir können auch Produkte importieren, die auf Basis von nachhaltigen grünen Wasserstoff produziert wurden, wie zum Beispiel Methanol oder Ammoniak, synthetische Treibstoffe, sodass der Wasserstoff nicht in Reinform nach Deutschland, nach Europa transportiert werden muss, sondern in einer Form, die besser transportiert werden kann und gelagert werden kann. Aber auch der Einsatz von Biomasse, die Produktion von Biokraftstoffen der zweiten und dritten Generation bieten eine Alternative. Das heißt, man kann Abfälle wie Holz, Stroh, Schlachtabfälle weiterverarbeiten, bestimmte Energiepflanzen einsetzen oder auch Algen.